Ein guter Ort, um die Kreativen des Erzgebirges zusammenzubringen. In der Baldar Villa fand am 21. Januar 2015 das nunmehr zweite größere und dritte Netzwerktreffen der Kultur- und Kreativwirtschaft überhaupt statt. Organisiert von der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bzw. dem Regionalmanagement Erzgebirge soll ein Branchenmix zusammengebracht werden, der bisher kaum Beachtung fand. Dr. Peggy Greller ist für dieses Projekt zuständig. Also wir haben im September 2014 begonnen, die Kreativen zu vernetzen. Das erste Treffen hat in Annaberg-Buchholz stattgefunden, im alten Stadtbad. Und in der Zwischenzeit fand noch ein Arbeitsgruppentreffen statt in Aue. Nachdem haben wir beschlossen, dass wir regelmäßig diese Veranstaltungen etablieren wollen, vor dem Hintergrund, dass sich die Kreativen aus der Region erstmal besser selbst gegenseitig kennenlernen sollen. Und zum Zweiten, dass es natürlich auch den Ansatz oder den Hintergrund bedeutet, dass sie professioneller werden, indem sie auf bestimmten oder in bestimmten Bereichen auch nochmal Fachvorträge hören. Und das ist heute in dieser Veranstaltung in Marienberg das ganze Thema Fördermittel. Also wie können Vertreter Kultur- und Kreativwirtschaft, welche Fördermittel gibt es da, welche können sie nutzen, auch wenn sie ihre eigene Leistung bei Kunden anbieten beispielsweise. Wie viele Unternehmen gibt es denn in dieser Branche im Erzgebirge? Ist dieser Markt recht groß? Kann man das überhaupt überschauen? Nee, kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil es gibt keine Eingruppierung als Vertreter Kultur- und Kreativwirtschaft. Und insofern sind wir auch jetzt immer, dass viele Leute an der Veranstaltung teilnehmen, daran gebunden, dass jemand, den wir kennen, dann wieder sein Netzwerk nutzt und das dann weiterträgt. Und im Endeffekt ist es auch so, dass viele Vertreter der Kreativwirtschaft selber nicht wissen, ich bin der Kreativwirtschaft, weil im Erzgebirge gehört zum Beispiel auch die Branche der erzgebirgischen Volkskunst auch zur Kultur- und Kreativwirtschaft. Ganz herzlich willkommen zu diesem Abend, der dritte Abend, der so ein bisschen in unserer Regie veranstaltet wird. Wir wollten es so ganz locker sehen. Frank Müller gehört zum kreativen Chemnitz, einem Verein dieser Gattung, der sich dort genauso etabliert hat, wie es in Dresden oder Leipzig schon funktioniert hat. Ein bereits gegründeter Landesverband kann schon auf kleine Teilerfolge in der Lobbyarbeit zurückblicken. Also es gibt seit ein paar Jahren Bemühungen schon auf Bundesebene, wo man das Ganze untersucht hat und merkt, wie wichtig eigentlich diese Branche ist, weil im Vergleich zu allen anderen Branchen ist der Gesamtmarkt Kultur- und Kreativwirtschaft vergleichbar mit dem Energiemarkt zum Beispiel. Und das ist halt viel mehr, als jeder vermutet, wie groß das innerhalb des Erzgebirges ist, können wir noch nicht abschätzen. Aber für uns ist es auf jeden Fall ein Zukunftsmarkt, weil das ganze Thema Innovation auch mit den Kreativen verbunden ist. Und das ist ein Thema, was in den nächsten Jahren immer wichtiger sein wird. Der rege Austausch hat auch beim Treffen in der Baldar Villa schon begonnen. Wie sich das Ganze im Erzgebirge entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Wir als Wirtschaftsförderung oder Regionalmanagement uns eigentlich nur als Impulsgeber sehen. Und wenn es aus der Branche heraus selber irgendwann auf eigenen Beinen steht, dann nehmen wir uns da auch zurück. Also wir schieben das nur gern an, aber danach muss die Branche das selber auch tragen.